Drittliga Heimspiel gegen Wacker Burghausen, morgen 14 Uhr hier im Erzgas Sporttag. Zu Anfang erstmal danke, dass wir so zahlreich erschienen seid und der kurzfristigen Änderung gefolgt seid. Zweite Terminsache, ich habe euch schon gegeben, Landesverband, Neuansetzung, Halbfinale, VfB Germania Halberstadt gegen den Halleschen FC. Es bleibt Dienstag, der 9. April. Es ändert sich ja die Anschlusszeit um eine halbe Stunde nach hinten auf 16.30 Uhr. Und wer es auf unserer Homepage noch nicht gelesen hat, das ist die zweite Terminsache, das Nachholspiel gegen den 1. FC Heidenheim, das ja unser Samstag ausgefallen ist, wird eine Woche drauf, am Dienstag, den 16. April, Anstoß 19 Uhr hier im Erzgas Sporttag nachgeholt. Jetzt haben wir über die Zukunft ein bisschen geredet, eher konkret über Burghausen reden. Am Mittwoch 02 beim SV Wien Wiesbaden hatte ich so ein bisschen den Eindruck als Zuschauer, dass sich die Mannschaft in irgendeiner Form neben anderen Sachen, die vielleicht mit reinspielen, gegenseitig an Nervosität angesteckt hat. Wie heilen wir jetzt diesen Patienten oder dieses Mannschaftsgefüge? Fügen wir es wieder zusammen bis morgen 14 Uhr? Ja, ich denke, dass uns diese lange Pause nicht so gut getan hat, wenn man einfach das Spiel in Wien-Wiesbaden sieht. Das war, denke ich, wenn man die zweite Halbserie nimmt, also hier beginnend jetzt, sagen wir mal, Januar, sicher das schwächste Spiel, was wir mit dieser Mannschaft absolviert haben. Haben auch verdient verloren. Ja, vielleicht hat der eine oder andere geglaubt oder gehofft, oder das weiß ich nur nicht, ist davon ausgegangen, dass gegen eine Mannschaft wie Wien Wiesbaden, die ja 18 Mal unentschieden gespielt hat, dort uns das Unentschieden schon auch gelingen wird. Dem war nicht so. Ich denke, wir haben verdient verloren, hatten nach vorn trotzdem die eine oder andere gute Aktion, waren aber defensiv, sagen wir mal, anfälliger als in den Spielen zuvor. Das muss das Ziel sein, dass wir uns dort wieder verbessern. Und ja, ich hoffe ganz einfach und gehe davon aus, dass auch jeder einzelne Spieler gemerkt hat, dass es eben so nicht gereicht hat, und hoffe auch, dass wir dort anknüpfen, wo wir eben, denke ich, vorher mit unserer Mannschaftsleistung immer waren. Denn diesen Vorwurf, dass wir, sagen wir mal, verdient verloren haben, kann man ja in den anderen Spielen der Mannschaft nicht machen. Wir haben, sagen wir mal, gute Ergebnisse gemacht. Das Spiel, was wir verloren haben in Münster, war auch ein sehr, sehr gutes Auswärtsspiel von uns. Und da gehe ich ganz einfach davon aus, dass wir auch dort wieder anknüpfen. Gegner Wacker Burghausen, Hinspiel war 0-2. Waren so sehr, eigentlich, kam mir so vor, einfacher Fußball, gut strukturiert. Es fällt Mokhtar ja aus bei den Blinddarm-OP. Welchen Einfluss hat das aufs zu erwartende Spiel von Burghausen? Oder wie siehst du sie? Oder gucken wir einfach mal auf uns? Ja, das Hinspiel war eine Niederlage, denke ich, wo man ein Spiel gesehen hat, was vielleicht vom Drittliganiveau ein eher schwächeres Spiel, wo beide Mannschaften, sagen wir mal, oder wo es lange danach aussah, als hätte das Spiel auch 0-0 ausgehen können. Wir haben es dann 2-0 verloren, würden uns natürlich ganz gerne für diese Niederlage hier zu Hause revanchieren. Sicher ist der Mokhtari ein wichtiger Spieler, der vor allen Dingen durch seine individuelle Qualität immer auch mal ein Spiel entscheiden kann, dort auch, sagen wir mal, gegen uns in Burghausen sehr gut gespielt hat. Aber die Mannschaft wird natürlich auch ohne ihn versuchen zu zeigen, dass sie diesen Ausfall kompensieren können, und das ist ja auch immer wieder die Chance für andere, dort in die Bresche zu springen. Also ich erwarte nicht, dass die Burghausener dadurch nun so sehr geschwächt sind, sondern sie sind eine kampfstarke Mannschaft, die Stärken vor allen Dingen auch bei Standards hat, die sehr, sehr kompakt verteidigt, die gut steht, taktisch diszipliniert spielt, und ich hoffe, dass wir an die Leistung, die wir gerade hier gegen Rostock zu Hause gezeigt haben, anknüpfen können und ja, es uns gelingt, eine Leistung abzuliefern, wo wir auch berechtigt die Hoffnung haben, das Spiel zu gewinnen. Ja, eure Fragen bitte. Noch eins vom Knut.
Hat so ein Auftritt personelle Konsequenzen? Ja, das kann sein, das lasse ich, sagen wir mal, noch ein bisschen offen. Also die Überlegung ist durchaus da. Dort auf der anderen Seite haben wir es ja in den Wochen vorher sehr, sehr ordentlich gemacht. Sie wirken ein bisschen angespannt durch die ganze Terminverlegung, habe ich den Eindruck. Wie sehr nervt das wirklich? Ach, angespannt. Auf der einen Seite ist es natürlich ärgerlich, dass sag mal, wir jetzt auch in dieser Phase betroffen waren mit Spielausfällen. Das, auf der anderen Seite muss man sagen, es gehört dazu. Mich ärgert mehr oder weniger, sag mal, so diese Willkür von unserem Verband, dann, was diese Pokalrunde angeht. Dort einfach eben immer wieder Dinge, aber wie gesagt, ich bin Trainer, habe dort terminlich nichts zu sagen. Habe mich da noch zu richten, wie es am Ende gemacht wird. Aber ich würde mir schon wünschen, dass wir als die Mannschaft, die Sachsen-Anhalt, denke ich, nicht so schlecht vertreten hat in den letzten Jahren. Und auch dieses Jahr mit der dritten Liga, dass halt auf unsere Wünsche auch bitte Rücksicht genommen wird. Und den Eindruck habe ich eben aktuell nicht. Nehmen wir an, dass wir vor dem Heiraus das Spiel nicht nochmal eine PK haben werden. Insofern auch vielleicht schon mal einen Blick voraus. Eine Truppe, die in den Auseinandersetzungen letzten Jahre nicht immer leicht zu bespielen war, ist eine völlig andere Truppe in diesem Jahr. Welche Kenntnisse hat man da schon oder ist es erstmal weit weg, weil Burghausen davor steht? Ja, sicher ist jetzt das Burghausen-Spiel erstmal noch davor und auch wichtig, aber wir haben uns ja mit Halberstadt schon beschäftigt, hätten ja das Spiel schon, sagen wir mal, wenn es regulär abgelaufen wäre, schon hinter uns. Natürlich haben sie mit dem Trainerwechsel zu Willi Kronhardt dort Veränderungen vorgenommen, auch von der Mannschaft her, aber sie sind nach wie vor eine unangenehm zu bespielende Mannschaft. Das hat auch RB Leipzig dort zu spüren bekommen, dass sie unheimlich diszipliniert sind, dass sie kampfstark sind, dass sie aber auch eine Qualität haben, gerade im Konterspiel, was schon immer ihre Stärke war, damals auch schon unter Petersen. Und ich erwarte, dass es eine ganz, ganz eklige Partie wird. Was heißt das? Na, das heißt, dass es, wenn da ein Drittligist gegen einen Viertligist spielt, auswärts, dass das eine schwierige Aufgabe für uns ist und dass alle, die glauben, dass es ein Selbstläufer ist oder dass der Einzug ins Finale eine Selbstverständlichkeit ist, sagen wir mal, wissen müssen, dass das nie unbedingt so sein muss. Also ich gehe davon aus, dass es eine sehr, sehr schwere Aufgabe für uns wird, um es ganz einfach auszudrücken. Ist für die auch das Spiel des Jahres, die natürlich, wir gerne weiter insofern? Ja, keine Frage. Es waren immer schwierige Spiele gegen Halberstadt, vornehmlich auch zu Hause. Natürlich wird diese Mannschaft dort auch versuchen, diesen Heimvorteil mit zu nutzen. Es wird ordentliche Stimmung sein. Und ich gehe von dem schwierigen Spiel aus. Hoffe natürlich, dass wir es gewinnen, keine Frage. Das werden die Halberstädter auch hoffen. Sind alle soweit wieder fit, weil Furu gestern beispielsweise nicht viel machen konnte? Oder? Weiß ich nicht. Ich habe ja die Spieler jetzt, sagen wir, noch nie gesehen. Ich hoffe, dass er bis morgen fit wird, wäre, denke ich, schon ganz wichtig für uns. Es bleibt dabei, dass Toni Lindenhahn nach wie vor verletzt ist, nur individuelles Lauftraining absolvieren kann, dass mit Rittenauer wir ihn, sag mal, langsam wieder darauf vorbereiten, trainingsmäßig und dann auch über ein Spiel in der zweiten vielleicht mal wieder anführen an das noch an unsere Mannschaft, weil ja die Pause, die er hatte, relativ lang war, also er wird auch neben Kader sein. Und Jan Benesch, der nun auch eine Woche flach lag, jetzt dort ein paar Tage wieder mittrainiert hat, sagen wir auch noch nicht so weit, ist aus meiner Sicht. Aber die anderen Spieler sind gesund und ich hoffe ganz einfach, dass sie auch drauf brennen, die Leistung, die wir jetzt am Mittwoch gezeigt haben, wieder gerade zu rücken. Das ist ja immer das Gute, gerade auch im Fußball und an englischen Wochen, dass man die Möglichkeit hat, wenn man mal ein bisschen schwächer war, das wieder in die andere Richtung zu bringen. Auf der anderen Seite, wenn man mal wieder besser war, sich nicht darauf auszurichten. Und trotzdem denke ich, weil wir haben jetzt mal ein Spiel verloren, berechtigt verloren, muss jeder ein bisschen aufpassen, auch denke ich, in der Öffentlichkeit, wie er damit umgeht. Also ich finde es trotzdem schade, dass dann, sagen wir, einige schon anfangen, dann alles wieder schlecht zu machen und auch nicht bloß Medien außerhalb Krümel, auch intern, finde ich schon blöd.
weitere Fragen? Ich habe ja vorige Woche die Frage nach der entspannten Situation gestellt. So, ja, 37 Punkte sieht gut aus. Wie ist denn das Verhältnis zwischen Entspannung und Anspannung noch? Ist das noch ein der Verdacht liegt ja nahe, dass vielleicht manche zu entspannt waren schon. Ja? Gefährliche Situation. Ja. Keine Frage, es lässt sich sicher ruhiger arbeiten, wenn man 37 Punkte hat. Brauchen wir gar nicht drüber reden, als wenn man vielleicht 27 oder 28 hat. Aber ich bleibe dabei, wir sind noch nicht gerettet. Wir brauchen Minimum noch einen Sieg und auch ein paar Unentschieden. Um vielleicht, ich denke, 43 Punkte, da hoffe ich mal, dass man da relativ sicher ist. Wenn man die hat, kann man sich zurücklehnen, wäre jetzt der verkehrte Ausdruck. Aber man kann mal sagen, so ist es eine gute Ausgangsposition, wo man nicht mit dem Rücken zur Wand steht, wie Mannschaften, die hinter uns sind. Aber man muss immer wieder konzentriert sein und versuchen, diese Punkte zu holen, um nie wieder in eine Situation zu kommen, die dann ekliger wird. Also ich denke, man kann ein bisschen ruhiger arbeiten, keine Frage, aber entspannt sein. Das war ein bisschen viel im Sinne. Ja, gut, aber das lässt sich ja nicht ändern durch diese. Am Ende ist immer so, du bereitest dich vor, du willst ganz gerne. Gut, unsere eigene Spielabsache war dann einen Tag vorher und war sicher auch nicht ganz einfach. Aber wenn du eben in Halberstadt da bist, du bis Sonntag denkst du, jetzt kommst du hierher. Es haben, die ganze Woche haben alle erzählt, wir spielen definitiv und dann Sonntag früh kommst du hier an und erfährst, du spielst nicht. Dann ist das immer schon so ein Spannungsaufbau und dann geht das wieder runter. Aber das haben ja andere Mannschaften, sagen wir auch. Und um auch nicht die Heidenheimer eben erst hierher kommen zu lassen und dann nicht richtig sicher zu sein, so wie es, sagen wir, Chemnitz in Darmstadt gegangen ist. Aber unangenehm ist es, als Spieler willst du immer spielen, weil da kannst du Geld verdienen, kannst du, sag mal, zeigen, was du hast. Das ist nun mal so, jeder ist Fußballer geworden, um die Spiele zu machen und die wenigsten sind Fußballer geworden, um die ganze Woche nur zu trainieren. Da war es nicht ganz einfach, aber keine Ausrede jetzt mal für die bisschen schwächere Leistung gegen wen diesmal. Und für viele geht es ja um Arbeitsverträge. Ja, aber das sind ja Dinge, die immer und jedes Jahr und jede Mannschaft in jeder Liga betreffen. Aber spüren Sie schon so ein bisschen Konkurrenzkampf jetzt, wenn es zum Ende der Saison geht, dass es nochmal richtig zulegt zwischen den einzelnen Akteuren, die genau wissen, wir stehen auf der Kippe? Ja, Konkurrenzkampf, ja, aber es ist ja, denke ich, schon eine Situation entstanden, wo sich eine gewisse Stammformation nach der Winterpause herauskristallisiert hat. Herauskristallisiert hat durch gute Spiele und gute Ergebnisse. So dass es für den einen oder anderen sicher schwieriger geworden ist als noch in der ersten Halbserie. Fast chancenlos für den einen oder anderen? Würde ich jetzt nicht sagen. Fast. Vielleicht zu früh. Ich sage es immer wieder, Vertragsdinge sind ja immer eine Sache, die sind so und da wird es auch mal so sein, dass sag mal, der Verein sagt zu einem Spieler, okay, wir würden den Vertrag nicht verlängern, aber wir brauchen nicht drüber reden, jedes Jahr in jedem Verein und auch beim HFC gibt es auch Spieler, die eben auch sagen, ich habe jetzt was anderes, ich würde woanders hingehen und das ist ja immer was auf beiden Seiten passiert. Ist ja jetzt nicht, wir müssen ja nicht so tun, als wäre nur der Verein in der Lage zu sagen, das will ich und mit dem will ich und dasselbe Recht haben ja auch die Spieler und nutzen das. Und da ist das eine normale Sache, dass das nun ein bisschen eine andere Zeit geworden ist, als sagen wir, wir es oder ich es selber kennengelernt habe, als Jüngerer. Und dann selbst später war es nicht so üblich, so viel Wechselleien zu haben. Aber das ist ja nun mal so, das Fußballgeschäft. Und da gehört es dazu. Und dem haben wir uns ja auch alle unterworfen. Weiß ich schon, dass das für den einen oder anderen eine schwierige Situation ist, brauchen wir überhaupt nicht drüber reden. Aber für den einen oder bei dem einen oder anderen ist es auch für den Verein eine schwierige Situation. So ist das Geschäft. Ja, genau. Bei dem der bestimmt genauso ist. Gnadenlos. Noch gnadenlos. Nee, der gnadenlos, denke ich, ist bei den Privaten. Radiosender. Lottozahlen ziehen muss. Großer Blick in die Runde. Schönen Dank erstmal.